Herzlich willkommen zum THC-Talk heute mit Kerstin Wohlwald. Kerstin, die neue Alte ist zurück. Oh, das will ich noch nicht sagen, aber ich bin froh, dass ich heute durchgehalten habe. Frisch aus Köpping war heute der erwartete schwere Gegner. Ihr habt euch in der ersten Halbzeit eigentlich sehr schwer getan. Im Abwehrverhalten war es eigentlich schon sehr ordentlich wieder gegenüber Halle Neustadt. Wo lagen aber die Ursachen, dass ihr nicht richtig ins Spiel gekommen seid? Ja, ich glaube, Göppingen ist immer ein unangenehmer Gegner. Wir sind schon oft gestrauchelt in Göppingen. Und hier hat es Gott sei Dank noch gereicht. Und ich bin froh, dass ich meinen Einstand mit einem Sieg gemacht habe. Das wäre für mich ganz schlimm gewesen, wenn nicht. Ich glaube, wir müssen einfach noch ein bisschen mehr an uns arbeiten, beziehungsweise wir haben zwar nur 23 Tore gekriegt, ich denke aber trotzdem, dass auch der Abwehrverband zusammen mit den Torhütern noch nicht so funktioniert und auch die zweite Welle, an der kann man noch arbeiten. Vorne eigentlich auch, aber ich denke, heute sind alle zufrieden, dass wir gewonnen haben und mehr zählt jetzt nicht. Also man kann heute sagen, die Punkte zählen, das ist die Hauptsache. Genau. Gut. Für mich. Ja? Für mich auf jeden Fall. Ja. War dein Einstieg eigentlich jetzt schon so geplant oder war jetzt diese Verletzung von Iveta eine Hauptursache, dass du eher eingestiegen bist wieder? Ja, natürlich. Also es war nicht so geplant. Ich bin noch am Stillen. Meine kleine Tochter ist erst 4 Monate alt geworden und ich finde, das ist zu früh. Persönlich, jeder muss das selber entscheiden, aber ich möchte auch noch nicht abstillen und ich gehe jetzt auch gleich wieder. Und ja, aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass ich jetzt helfen konnte und wenn Not am Mann ist, habe ich auch Herbert immer gesagt, dann stehe zur Verfügung und ich halte mich immer fit, ich gehe ab und zu ins Training, jetzt natürlich die letzten 2 Wochen intensiver und ja, so werde ich es auch beibehalten. Ja, im Januar stehen ja jetzt schwere Spiele gegen Metzing an, gegen Bietigheim und auch noch gegen BVB im Pokal, werden wir dich da wiedersehen? Es kommt drauf an, wenn Not am Mann ist, habe ich ja gesagt, helfe ich gerne, wenn kein Ersatz für Iveta da ist. Man kann sie nicht ersetzen, sie ist so spielstark wie keine andere, aber zumindest, dass ich da bin und helfe. Aber sobald jemand da ist, der irgendwie anderweitig helfen kann, konzentriere ich mich wieder auf mein Privatleben. Kerstin, wir wünschen dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg im Jahr 2019. Dankeschön, ich wünsche euch auch einen guten Rutsch. Kommt gut rein.